Ich zeige Ihnen jetzt die Vorteile von dem Vitali-Tour. Das erste ist schon einmal, unsere Vitalis kommen nicht aus dem Ausland, von irgendwo, sondern aus Deutschland. Und zwar lassen wir die bauen in der Nähe von Münster in Westfalen. Die Qualität ist überdurchschnittlich hoch. Wir verwenden nur bestes Material. Das heißt, unsere Vitalis, die wir sogar seit 2008 verkauft haben, die laufen zum großen Teil noch heute. Sie sind besonders stabil, alle sind rostfrei ausgestattet und haben eine sehr hohe Laufleistung. Also 30.000 bis 40.000 Kilometer haben bisher unsere Kunden und Kundinnen erreicht und darüber hinaus sind keine Grenzen gesetzt. Sie haben bedingt dadurch, dass sie sehr wartungsarm sind und verschleißarm, minimale Unterhaltkosten. Aus dem Grund sind sie auf Dauer gesehen eines der günstigsten E-Klappräder oder E-Bikes überhaupt, die ich kenne auf dem Markt. Und dann ermöglichen wir auch noch individuelle Ausstattungsmöglichkeiten. Also wir gehen gezielt auf die Wünsche unserer Kunden und Kundinnen ein. Andere Lenker zum Beispiel, andere Sattelausstattungen, wo einfach auch an die körperliche Gegebenheit oder an den Einsatz angepasst werden. Was sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, ist, dass ja die Vitalis für sehr, sehr viele Personen passen. Also zum Beispiel auch für kleine Personen mit 1,40 Meter, da machen wir dann den Sattel ganz runter und passen entsprechend noch die Drehkurbellänge an. Bei großen Menschen, wie jetzt bei mir zum Beispiel, oder noch größer, dann können wir den Sattel weit rausmachen, bis 1,90 Meter Körpergröße ist dann möglich und bis zu einem Körpergewicht von etwa 100, 110 Kilo. Das machen alles unsere Vitalis. Sie haben also einen sehr stabilen Rahmen, der auch beim Fahren verwindungssteif ist. Probieren Sie das einfach einmal, wenn Sie den Faltrad ausprobieren und setzen sich drauf und bewege dann einmal hier und hier und hier her, dann merken Sie schnell, ob hier dieser Rahmen weich ist und ob er sich verschiebt. Dann natürlich auch der Lenker ist in der Höhe rucki-zucki verstellbar, von ganz unten nach ganz oben. Und es ist tatsächlich ein E-Bike, wo man auch sehr angenehm und aufrecht fahren kann. Natürlich habe ich mir dann auch noch Optionen, wie zum Beispiel gefederte Sattelstützen und solche Dinge. Es lässt sich sehr klein zusammenfallen, das habe ich schon vorhin gezeigt. Aus dem Grund ist es beliebt für Leute, die zum Beispiel eins oder zwei Vitalis in den Kofferraum mitnehmen möchten, im Wohnmobil, in einem Caravan, in einem Camper oder im Zug. Im Zug kosten übrigens E-Klappräder nichts. Also bundesweit, auch im ICE, müssen Sie nichts bezahlen, weil es dann nämlich als Gepäckstück gilt. Jo. Dann zum Antrieb. Wir haben hier einen ganz besonderen Antrieb entwickeln lassen, mit einem dänischen Hersteller zusammen. Die sind da wirklich sehr gut und spezialisiert drauf. Wir haben einen Frontantrieb, der hervorragend abgestimmt ist. Und zwar einmal mit über einen Tempomat. Also wir haben hier sechs Geschwindigkeitsstufen. Und wir haben auch, was sehr außergewöhnlich ist und genial, wir haben hier einen Booster-Drehgriff. Der dient zum einen zum Anfahren als Anfahrhilfe oder auch so, wie wenn Sie mit dem Tempomat fahren, mit dem Automobil. Sie können dann einmal kurz Gas geben oder Strom und können anschließen und dann wieder den Hebel loslassen. So wie Sie das eben auch machen beim Auto, wenn Sie einen Überholvorgang machen und Sie fahren mit dem Tempomaten. Bei den Akkus verwenden wir einen Gepäckträger-Akku aus vielen Gründen. Und zwar, der Akku ist sehr tief angelegt, also wir haben einen sehr niedrigen Schwerpunkt, da ist es wurscht, ob er jetzt im Rahmen drin ist oder hier im Gepäckträger. Man kann den Akku sehr schnell rausnehmen, zack, und kann dann zum Beispiel das E-Bike, unser Klapprad auch gut hochheben. Wir haben beim Tour ein Gewicht von lediglich 19,8 Kilo ohne Akku und der Akku hat etwa 3,5 Kilo. So, und genauso schnell mache ich den auch wieder rein. Also es ist wesentlich praktischer als diese Integrationsgeschichten im Moment, wo der Akku hier reinkommt, was übrigens die ganzen E-Bikes wesentlich schwerer und auch teurer macht.
Ja, dann haben wir in dem Vitali Tour eine 8-Gang-Nabenschaltung. Die hat etwa 307% Entfaltung. Das bedeutet, sie kommen auch steile Berge hoch. Und sie können auch noch bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 30-32 km/h bergab mitreden, sodass sie auch sehr flott unterwegs sind. Dann habe ich natürlich über viele Jahre hinweg die Rahmengeometrie immer weiter optimiert und auch die Stabilität, sodass sie auch bei hohen Geschwindigkeiten bis 50-55 km/h immer noch flatterfrei damit fahren können. Also das ist ungewöhnlich für ein Faltrad. Und bei uns funktioniert es. Jawohl, das können wir. Wir haben hier bei dem Modell Tour auch noch eine Rücktrittbremse. Für jene, die das einfach gewohnt sind oder noch einmal zur Sicherheit im Stadtverkehr, ist das ganz praktisch. Zusätzlich noch einmal zwei ganz starke Felgenbremsen. Ich habe sehr viele Versuche gemacht im Vergleich Scheibenbremse und Felgenbremse. Eigenartigerweise bei 20 Zoll Laufrädern ist die Felgenbremse einer Scheibenbremse weit überlegen in der Dosierbarkeit, in dem Bremsverhalten, in der Bremswirkung. Ist wesentlich einfacher zu warten, zu pflegen. Die Bremsbeläge sind sehr günstig und halten wesentlich länger wie Scheibenbremsen. So, dann haben wir bei dem Modell Tour einen breiteren Lenker angebracht, und zwar haben wir das ausprobiert. Je breiter der Lenker ist, umso sicherer ist das Fahrverhalten, und er legt sich auch schön an den Rahmen an beim Falten, sodass die Packmaße am Vitali Tour besonders schmal sind. Einen Komfortsattel haben wir obligatorisch immer drauf, der ist gut. Da kann man auch mal einen Tag fahren, ohne dass das Gesäß wehtut. Und dann haben wir natürlich noch einen sehr schönen Gepäckträger entwickelt. Der hat den Vorteil, dass man hier links und rechts Seitentasche anbringen kann und obendrauf auch noch einmal. Des Weiteren kann man hier vorne an der Lenksäule sehr viele Taschen oder Körper anbringen. Das Vitali ist also ideal, um große Touren mit viel Gepäck zu unternehmen oder Einkäufe, wo man dann das praktisch hier hinten und vorne beladen kann. So, das alles zu unserem Vitali Tour. Wenn Sie Probefahrer möchten, dann kommen Sie einfach mal zu uns ins liebliche Taubertal oder verlassen Sie sich einfach auf unsere Erfahrungen.